Die Börsenminute von Julia Kistner. Die Silicon Valley Bank Pleite brachte es wieder einmal an den Tag, das zu wenig beachtete Durationsrisiko. Bekanntlich hängt der Kurs festverzinslicher Anleihen vom Marktzins ab. Steigen die Zinsen, fällt der Kurs der Anleihe, da der fixierte Coupon weniger attraktiv ist als jener der neu emittierte, höher verzinste Anleihen bieten. Das Ausmaß, mit dem eine Anleihe auf eine Marktzinsänderung reagiert, hängt unter anderem von der Restlaufzeit und der Kapital Bindungsdauer, der sogenannten Duration, ab. Die Duration unterscheidet sich insofern von der Restlaufzeit einer Anleihe, als sie auch zwischenzeitliche Zahlungen, etwa ausbezahlte Zinserträge, berücksichtigt und abzieht. Deshalb ist die Duration meistens kürzer als die Restlaufzeit. Wenn die Zinsen schnell und stark steigen, so geschehen in den USA von 0% auf 5%, steigt auch das Durationsrisiko von Anleihen. Gerade in solchen Marktphasen sollte man besonders auf die Duration oder Duration von Anleihen achten. Eine Duration von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Wert einer Anleihe oder eines Anleihenfonds oder ETFs um 2% fällt, wenn die Zinsen um 1% steigen. Ein Fonds oder eine Anleihe mit einer Duration von 4 fällt bei einem Zinsanstieg um 1% sogar um 4%. Auch wenn man die Verluste nicht realisiert, weil man die Anleihe oder den Anleihenfonds oder ETF nicht vor Laufzeitende verkaufen möchte, in den Bilanzen scheinen die Verluste auf. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.